Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Angermann. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Es soll heute kein ganz arger Vortrag werden, sondern auch ein bisschen interaktiv. Wir werden auch noch zwei, drei Webseiten anschauen live. Also ich hoffe, dass das alles auch so klappt. Das Thema ist Web-Content-Management-Systeme. Habt ihr wahrscheinlich alle schon in allen möglichen Varianten mit Webseiten selber zu tun gehabt, entwickelt sie selber, macht was auch immer damit. Absichtlich steht das Web davor, also es handelt sich nicht um klassische Content-Management-Systeme, sondern wirklich jetzt nur um die webbasierten, also von WordPress bis was es alles so gibt auf der Welt. Kurze Vorstellung zu mir. Ich habe die Ehre, diesen Vortrag zum zweiten Mal zu machen. Letztes Jahr habe ich ihn schon gemacht, da ist das Reloaded noch nicht drauf gestanden. Und dieses Jahr gibt es sozusagen ein Update dafür, wenn es da genug Interesse gegeben hat. Im Endeffekt könnte man jedes Jahr so ein Update machen, weil es tut sich da schon relativ viel, abgesehen davon, dass halt von den üblichen Systemen neue Versionen rauskommen, die unterschiedliche Dinge haben. Das soll nicht unser Thema sein, sondern wirklich der Vergleich zwischen den beiden oder die Möglichkeit, wie man das Ganze überhaupt vergleichen kann. Ich bin jetzt schon gefühlt seit 100 Jahren Webentwickler, ganz langer weißer Bart, und mein Spezialgebiet sind halt PHP-basierte Systeme, also gibt natürlich auch Web-CMS, die mit Python programmiert sind, auch wenn die relativ in der Minderheit sind, oder mit anderen Programmiersprachen, die meisten sind halt klassisch PHP, MySQL. Das ist halt mein Hauptgebiet auch beruflich. Parallel dazu bin ich Vortragender und Universitätstechnologie Wien, unterrichte dort auch Java-Entwicklung, also Java und JavaScript und alle Derivate davon. Das braucht man natürlich genauso, wenn man es einbaut, und das soll es auch gehen. Ich habe als erste Folie gleich, damit wir alle auf demselben Stand sind, und selbst der Eintrag ist schon sehr spannend zum Lesen, die Erklärung, was sagt uns denn Wikipedia darüber? Wir sehen, soll ein Inhaltsverwaltungssystem sein oder Content, also die Inhalte, organisiert werden. Das Spannende persönlich halt finde ich da jetzt nicht das übliche Text, Multimedia, Autor, Zugriffsrechte, alles was so jedes CMS kann, sondern man sieht in vielen Fällen mit wenig Programmier- und HTML-Kenntnissen. Also ja, es kommt immer darauf an, was man natürlich damit machen will. Ein Text einbauen ist relativ easy, aber wenn man also die Webseite selber entwickelt, dann sollte man schon ein bisschen Kenntnisse darüber haben. Es kommt halt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze sieht. Ich habe euch eine kleine Linksammlung gleich vorweg vorbereitet. Ich werde auch die Folien irgendwo hochladen, da auf der Linux-Wochen Seite, das heißt, ihr kommt dann direkt auch über das Linux-Wochenprogramm hin, das heißt, ihr müsst nicht abfotografieren oder so, ihr könnt euch das dann gerne runterladen, ihr könnt es auch fotografieren, wenn ihr wollt. Und das sind auch die Seiten, die ich gerne gleich live ausprobieren würde, zum Beispiel der CMS-Garden, falls das wer kennt, gibt es einen schönen Überblick, was es eigentlich alles so am Markt gibt. So, wir werden das auch kurz ausprobieren. Wie ihr seht, verwende ich kein Linux, der kompiliert gerade. Und so. Und wenn alles klar, genau, habe ich auch Internet. So schaut diese Webseite aus. Hier gibt es eine schöne Übersicht mit vielen Logos. Manchen werden ein paar vielleicht eher unbekannt sein, oder manche werden halt logischerweise spezialisiert sein auf welche. Die großen kennt man auch, obwohl WordPress da jetzt relativ unscheinbar vom Logo ist, Drupal und so weiter, Typo 3. Man kann das Ganze natürlich nach einer Rangliste der generellen weltweiten Nutzung sortieren. Darauf wird da aber verzichtet und ist auch gar nicht notwendig. Und da soll einfach ein Überblick gegeben werden, was können die ganzen Systeme ungefähr. Da kann man sich auch durchklicken. Also wenn ich jetzt wissen will, im Drupal zum Beispiel, sehe ich hier diesen Steckbrief, der mal schon interessant ist, PHP, seit wann das gibt, ungefähr wie viel benutzt werden und dann vielleicht noch die verfügbare Sprachenanzahl und so. Also da haben wir schon ein paar Key Facts, wo wir theoretisch einen Vergleich vornehmen können, was kann das Ganze. Die meisten sind hier PHP-basiert. Wir kennen eins, das nicht PHP-basiert ist. Von denen, die wir gerade sehen. Logik. Bitte? Logik. Wo haben wir es? Flow. Flowing?
ganz genau, genauso wie auch Django CMS sollte genauso Python sein. Habe ich auch schon verwendet, ist jetzt aber nicht wirklich mein Spezialgebiet. Der Rest sollte da, soviel ich weiß, eigentlich halbwegs auf PHP basieren. Ja, das Größte natürlich von den Nutzerzahlen. Es kann sein, dass das nicht immer jetzt dem aktuellsten Stand entspricht, was da auf der Webseite steht, aber man kann sich mal einen gewissen Überblick verschaffen, was mal ein Vorteil ist. Das ist jetzt ein reiner Steckbriefvergleich. Das ist jetzt kein Vergleich, den ich jetzt vornehmen würde, wenn ich eine Kundenwebseite mache. Also das ist wieder was anderes und da kommen wir dann auch später hinzu, wie man es jetzt eben wirklich sinnvoll vergleichen könnte und was man eben wann am sinnvollsten einsetzt. Ja, ich finde also klarerweise WordPress gefolgt von Joomla und ähnliche Sachen, da gibt es dann so schöne Ranglisten, die man sich eben dann auch anschauen kann im Internet. Da werden wir auch eine zweite gleich sehen. Und zwar gibt es da solche Seiten. Wenn man danach googelt, da kommen noch einige Treffer, sieht man eh schon da im schönen, schönen mit Keywords, Joomla, WordPress, Typo 3, Drupal, Contao und Flowly haben wir schon einmal alle großen drinnen, auch wenn ich das eben eigenartig finde, wenn man da schon PHP und Python in eines zusammen mixt. Und da kommt man dann auf so eine Seite. Und das finde ich, muss man sagen, also ich kenne den persönlich nicht und es gibt auch ganz viele ähnliche Webseiten, so wie dies, finde ich persönlich nur peinlich und überhaupt nicht sinnvoll, weil die Vergleichslisten, die schauen im Endeffekt so aus. Das heißt, man hat jetzt so gut wie überall ein X und dort, wo sie sich nicht sicher sind, haben sie das X in Klammern gesetzt. Also bis hin zu diesen vorhandenen Funktionen, man kann sich meiner Ansicht nach darunter überhaupt keinen wirklichen Vergleich machen und bilden, bringt relativ wenig Grad. Da ist auch ein wunderbares Beispiel, wie man solche CMS meiner Ansicht nach nicht vergleichen kann, weil das bringt genau nichts meiner Ansicht nach. Also wir haben einerseits die Steckbriefvariante, wir haben die Variante, wie man es nicht macht, davon findet sich ganz, ganz viel auf den ersten Google-Seiten, wenn man danach schaut, wie man das vergleicht. Aus dem Grund, über die Jahre hinweg kriegt man ein gewisses Gefühl, was passt einfach zu welchen Kunden, was funktioniert, was bietet man an und vor allem, wie können es die dann auch wirklich benutzen. Also wenn wir jetzt an die Wikipedia-Beschreibung zurückdenken, einfach zu benutzen und so weiter, das sagt jedes CMS von sich, aber in die Realität schaut natürlich anders aus. Und da muss man halt ein bisschen überlegen, okay, wie könnte ich das noch besser vergleichen oder so. Ich habe jetzt noch keine tabellarische Struktur gefunden, in der ich es persönlich mache, sondern eher eine erfahrungsbasierte, wo ich weiß, aha, der Kunde hätte gerne das und jenes auf seiner Webseite, er will vielleicht mal einen Shop integrieren, er will vielleicht etwas anderes machen. Da weiß ich, mit CMS X geht das einfach, mit CMS Y geht es ein bisschen schwieriger und das ist viel eher ein Vergleichsthema, so wie ich das eben persönlich und auch bei meinen Kunden handhabe, ja, und das geht da, glaube ich, auch fröhlich so weiter, ja, mit solchen schönen Vergleichsdateien, alle drei von drei, also ich hoffe, es sehen alle, ich mache es ein bisschen größer, und das sind natürlich, ja, meiner Ansicht nach, also bringt das relativ nichts bis ganz, ganz wenig. Nicht mal der Name richtig geschrieben. Echt? WordPress hat ein großes B. Ja, zum Beispiel, nicht einmal das stimmt, völlig richtig. Was viel eher wichtig sein könnte für euch, gleich als dritten Link schon mal vorweg, ist dieser opensourcecms.com, diese Webseite, wo ich auch wirklich direkt gleich die ganzen CMS ausprobieren kann und mir live das Backend anschauen kann, wie die funktionieren. Das habe ich euch auch aufgemacht. Schaut so aus. Da ist das Ganze schon ein bisschen spannender und das wird auch relativ aktuell gehalten, so wie ich das immer in den letzten Jahren beobachten habe können. Und ist auch schon der erste Themenpunkt zum Reloaded. Also was ist der Unterschied jetzt seit dem letzten Jahr? Was hat sich getan? Und hier sehen wir gleich in der großen Werbung WonderCMS. Hat schon wer gehört? Ich auch nicht. Aber das Wichtige daran ist diese Flat File Database. Und das ist ein Trend, der sich absolut meiner Ansicht nach, egal welches System derzeit herauskommt,
herauskristallisiert, was man wirklich für die kleinen CMS und für ich brauche schnell eine Visitenkarten, Webseite, aber ich möchte auch die Texte und die Bilder selber ändern können, dass man nicht datenbankbasierte oder nur File-datenbankbasierte Systeme nimmt, auf den MySQL-Teil komplett verzichtet für die kleinen Sachen. Und das ist was, was ich definitiv in den letzten Monaten oder im letzten Jahr stark beobachten habe können. Da gibt es auch eindeutig, da gibt es jede Menge Systeme, also WonderCMS ist einfach nur irgendein Name, da gibt es eine ganze Liste davon, wenn man danach schaut, einfach textbasierte oder ohne SQL halt danach sucht, findet man einige Systeme, die auch teilweise sogar für das, was sie machen, Awards gewinnen und weil sie eben so minimal und einfach und schnell aufgebaut sind und man so wenig braucht dafür. Es ist nur, man sieht eh, no configuration, ich lese es kurz vor, weil es ein bisschen kleiner ist, runs on 5 files und so weiter. Also es ist wirklich, man wird selbst da Minimalist. Also Minimalismus ist ja sowieso generell in aller Munde. Jeder ist ja heutzutage gerne ein digitaler Nomade und ist Minimalist. Heutzutage ist man das bei CMS auch. Und trotz allem, das ist das Erste, was ich seit dem letzten Jahr meiner Ansicht nach stark unterschieden hat, dass das immer mehr im Kommen ist. Und man sieht, released after 8 years of beta. Also ich habe die 8 Jahre verpasst, ich kenne es auch heute nicht, aber es gibt ganz viele von diesen Systemen, die de facto den Markt erobern wollen und eben den großen CMS da ein paar Anteile abnehmen wollen. Das Spannende halt wirklich an dieser Seite ist, so zoomen wir da auch hinein, es gibt diese schönen Demos und da kann man wirklich durchscrollen oder auch danach suchen und direkt die Seite ausprobieren. Also ich habe jetzt da keinesfalls alle getestet, wir können per Zufallsgenerator uns irgendeines anschauen, was uns da interessiert, vielleicht noch nicht gehört haben, auch ein paar wirklich ältere Systeme, da geht simple, ist auch eines von den neuen XML basiert. Ja, schauen wir uns da ein Online-Shop-System Magento, da ist es schon, egal ob man es gut, schlecht findet, ob man denkt, das ist viel zu groß für das, was man braucht, da hat man meistens schön also diese Demo-Seite, wo man sich es auch gleich direkt anschauen kann. Können wir es auch ausprobieren? Machen wir die Demo-Page auf. Schauen wir, ob das Internet uns lässt. Schaut nach einem Online-Shop aus. Der hat halt in dem Fall so ein Screen, so ein Template verwendet. Und dasselbe kann ich mir natürlich auch dann mit der Admin-Seite anschauen und mich ins Admin einloggen und umschauen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man es noch nicht kennt, ist das relativ praktisch, weil wer schon einmal Magento aufgesetzt hat, das ist eins von denen, die ein bisschen länger, da ich sehe nicken, da setzt man jetzt nicht in 2 Minuten auch schnell am FTP rauf und das geht schon, da braucht man schon eine Spur länger. Also auch bei denen, wo es mühsam ist, und die kann man da halt schön immer in der neuesten Version, also wenn man jetzt zum Beispiel nur die Magento 1 kennt, die ja noch immer sehr, sehr verbreitet sind und auf der Welt, vor allem bei den großen Shops. Und man will ja mal schauen, was kann das 2er, wie schaut das Backend aus vom 2er, man möchte einen direkten Versionsvergleich machen, dann ist diese Seite wirklich, wirklich ein Geheimtipp. Und man sieht, also wir haben da 152 Demos drauf, die wir uns wirklich anschauen können, wo wir ausprobieren können, die immer so nach einer gewissen Zeit, ich glaube, nach einer Stunde zurückgesetzt werden. Das heißt, da kann man nichts verhauen, wenn man da etwas umstellt und umbaut. Also absoluter Geheimtipp für die, die es noch nicht kennen. Ja, das ist für mich ein praktischer Vergleich sozusagen. Also da kann ich wirklich schauen, aha, bei mir hat sich das ja auch so ergeben im Endeffekt. Also wenn ich kurz von mir erzählen darf, ich habe schon lang Webentwicklung gemacht, aber es war bei mir jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, na, ich würde gern nur WordPress machen, nur Magento Shops machen, nur Joomla machen, nur was auch immer. Es hat sich über die Jahre aufgebaut einfach. Es sind Kunden zu mir gekommen, die haben gesagt, ja, ich habe das CMS,
Kannst du oder können Sie mir nicht was verändern, was dazu entwickeln, einen Shop dazu machen, etc. Und so ist mal das CMS gekommen, das. Und über die Jahre hinweg hat man dann schon 15, 20 verschiedene, egal ob es auch Shop-Systeme sind, ob es CMS-Systeme mit Shop-Integration sind oder ob es reine Blogs sind. Und da kommt man schon sozusagen auf so einen, bunt gemischten Kreis. So hat sich das bei mir ergeben. Und da habe ich mir eine persönliche Unterscheidungsliste also herangenommen, wie ich jetzt selber unterscheiden kann, welches CMS ich für die Kunden einsetze. Das ist einerseits natürlich die Usability, projektbezogen und auch direkt aufs Backend bezogen, weil der Kunde soll das System ja dann verwenden können. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der sagt, er braucht zwar einen kleinen Shop, aber es sind eh nur 5 Produkte, dann nehme ich vielleicht nicht Magento, weil das eher das für die 5000 und plus Produkte wären, wenn ich sie nur an dem schon mal unterscheiden möchte. Oder irgendwelche, also das ist jetzt, soll kein Vorurteil sein, ältere Personen zum Beispiel. Ich habe auch einen Kunden, der ist über 70. Also da versuche ich natürlich ein CMS zu verwenden, wo das Backend persönlich zu ihm passt und wo es so einfach gestrickt wie möglich ist. Also wenn ich dem tausende Optionen gebe, es bringt nichts, da kann er nicht umgehen damit. Das muss was ganz Einfaches sein. Dann klassisch Mehrsprachigkeit, danach kann man auch schön unterscheiden. Es gibt Systeme, die das super machen, dem Fall spontaner sein, auch wenn es unbeliebt ist. Typo 3 gibt es schon ewig. Mehrsprachigkeit, absolut top. Das muss man mal in WordPress nachmachen und beim Marktführer, was Typo 3 bei Mehrsprachigkeit alles für Vorteile bietet, vor allem auch im Backend. Ja, generell Erweiterungen, Widgets, irgendwelche Extensions, die ich eben einbauen muss und einbauen will in das ganze System. Geht das überhaupt bei dem CMS, das ich verwenden möchte? Das ist halt mittlerweile bei den großen gleich. Sie sehen schön an, Community gibt es überall eine große. Gibt es ja auch meistens dann in Unterforen sogar, wenn man irgendwelchen direkten Support auch bezahlt bekommt. Da ist halt der Nachteil, wenn man halt irgendein kleineres oder unbekanntes CMS verwendet. Geschwindigkeit, ja, generell Ladegeschwindigkeit, das ist jetzt ein Begriff, den man in vieler Hinsicht verwenden kann. Geschwindigkeit, wie schnell ich mit dem System bin, wie schnell ich es aufbauen kann, wie schnell die Webseite dann läuft. Beim Google Page Speed bei der Überprüfung, Barrierefreiheit, auch so ein System. Theoretisch kann man jede Webseite barrierefrei machen, kommt natürlich ganz stark auf die Inhalte an. Manche CMS machen es einem wirklich schwer, das zu tun. Manche bieten halt von Haus aus schon ein paar Möglichkeiten, wie ich die Navigation barrierefrei machen kann von Haus aus etc. Solche Dinge. Ja, dann natürlich noch Programmiersprache, welche mir liegt. Bei mir ist es halt persönlich PHP bevorzugt. Oder das sind dann halt die ganz speziellen Projekte oder die ganz großen Projekte, wo man mit allen Kriterien nichts wirklich zuordnen kann, kann man noch immer anbieten, ja, ich bin PHP-Programmierer, ich programmiere es in einem Framework selber, genauso wie wir es brauchen, ich programmiere das Backend genauso, wie wir es haben wollen. Das ist halt dann auch eine Preisfrage. Und nicht zu vergessen, Fun-Faktor ist also wenn man jetzt nicht ein Jahr, sondern 10 Jahre, 15 Jahre mit CMS-Systemen arbeitet, da hat man natürlich Vorzüge, wo man Spaß dann hat, damit zu arbeiten und wo nicht. Und das ist eben auch gleich bei der nächsten Folie. Das ist ja von vielen, oder sollte ja auch das Ziel sein, dass man eben eine Seite schafft mit dem CMS, die wirklich schnell geladen wird, wo ich eben mit dem Google Page Speed messen kann und eben bei Mobil und Desktop die 100% rauskommen. Hängt natürlich von vielen anderen Faktoren auch ab, wie schnell ist der Server etc. Da wird ja einiges gemessen. Aber es wird natürlich auch die Zeit gemessen, in der die Seite aufgebaut wird. Also selbst wer den Link noch nicht kennt, eben für anfängliche Suchmaschinenoptimierung, holt es euch dann am besten über die Folien. Ja, im Endeffekt sind wir da auch schon am Ende angekommen jetzt. Ich würde gerne die letzten fünf Minuten, die ich noch Zeit habe, für Fragen nutzen, dass wir, wenn es Fragen zu dem Ganzen gibt, Fragen zu den Seiten, die ich eben gezeigt habe, können wir das gern durchgehen? Wir können auch noch ein, zwei CMS ausprobieren von der Demo-Seite.
Vielleicht fangen wir mal so an, wenn sich keiner fragen traut. Wer ist aller WordPress-Nutzer? Oder 3, 4. Ah, das ist definitiv nicht die Mehrheit. Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Joomla. 2. Okay, Typo 3. Auch 2. Mhm. Python-basierte oder nicht PHP-basierte Systeme. Auch 2, ja, sehr spannend, ja, deutlich. Ja. Also es, wie man sieht, selbst hier bei der, beim kleinen Auditorium ist es schon bunt gemischt. Ja, hat irgendwer noch eine Frage dazu? Fällt irgendwie mal ein, wie ihr persönlich jetzt selber eure CMS, die ihr nutzt, vergleicht? Oder nutzt sie immer alle nur eines? Kann ich mir fast nicht vorstellen, obwohl es gibt Leute, die eben wirklich sagen, nein, sie sind nur WordPress zum Beispiel, die machen nichts anderes. Ja, ist auch nichts Schlechtes daran, wenn man sich so spezialisiert. Aber der einzige Nachteil, das ist vielleicht schon schlecht daran, man kriegt nicht mit, wenn die anderen CMS irgendwas ganz Cooles machen, was WordPress halt noch nicht kann. Und das ist schade irgendwie. Das ist wichtig, genau. Das ist wichtig, dass man halt selbst, wenn man eben nur ein System für sich persönlich verwendet, dass man dann sagt, okay, man schaut über den Tellerrand. Zeit läuft scheinbar gegen mich einfach. Ja. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Ich bin sicher jetzt noch die nächste halbe Stunde da, falls wer Fragen hat. Und vielleicht macht man nächstes Jahr wieder eine Reloaded-Variante. Würde mich sehr freuen, also Reloaded 2. Dann können wir auch vielleicht noch näher auf so Text- und XML-basierte Systeme auch noch eingehen, wenn sich das noch mehr durchsetzt. Ich persönlich finde es nicht schlecht, weil es ja, wenn man jetzt einen Hosting-Anbieter hat, wo die Datenbanken limitiert sind und man will noch 5 weitere Seiten machen, braucht man das Paket nicht erweitern. Wenn es kleine Seiten sind, dann kann man ja so ein CMS, kann man Wonder CMS zum Beispiel ausprobieren. Ich kenne es nicht, das ist keine Empfehlung, aber warum nicht? Ein Versuch ist es